Hallo liebe Freunde der Neugier, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man etwas jünger ist, muss man häufig seine Eltern um Erlaubnis fragen, um zum Beispiel auf eine Party zu dürfen oder sowas. Und manchmal ist es dann eben so, dass die Eltern einem das nicht erlauben, aus welchem Grund auch immer, und das ist natürlich meistens ziemlich blöde. Und deswegen zeige ich euch heute ein paar Strategien, wie ihr eure Eltern überzeugen könnt, sodass ihr das, was ihr eben möchtet, auch bekommt. Das ist unter anderem auch nicht nur im Umgang mit Eltern wichtig, sondern auch zum Beispiel im Umgang mit Lehrern, dann bekommt man zum Beispiel bessere Noten, oder mit Freunden oder später auch im Arbeitsleben. Das ist grundsätzlich sehr praktisch, wenn man weiß, wie die Psychologie mancher Leute funktioniert, und das will ich euch heute erklären. Los geht's! Wenn man noch nicht volljährig ist, ist es ja leider so, dass die Eltern ziemlich viel zu entscheiden haben. Das ist manchmal sinnvoll, manchmal ist es aber auch einfach unnötig. Und der erste Tipp ist da von mir, setzt Diplomatie ein. Denn normalerweise, wenn ihr auf stur schaltet und versucht, irgendwas zu erzwingen, funktioniert das meistens nicht. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will aber das oder jenes, das funktioniert meistens nicht, weil viele Eltern da einfach aus Prinzip schon erstmal Nein sagen, und wenn sie erstmal Nein gesagt haben, können sie das meistens nicht mehr zurücknehmen, weil das ja dadurch ihre Autorität untergraben würde. Wenn sie quasi erstmal Nein sagen und dann sagen, ja doch, dann ist das irgendwie nicht ja glaubwürdig oder sowas, und deswegen bleibt es meistens bei dem Nein. Deswegen sollte man sich mit folgenden Strategien lieber etwas vorsichtiger rantasten. Besonders wichtig ist dabei das Vertrauen, das eure Eltern in euch setzen. Das heißt, schaut, dass ihr Zuverlässigkeit zeigt. Zeigt, dass ihr auch wie ein Erwachsener handeln könnt. Zum Beispiel, weil ihr eure Hausaufgaben regelmäßig macht, weil ihr normal im Haushalt mithelft, weil ihr euch an Abmachungen haltet, zum Beispiel wann ihr abends wieder zurück seid oder was auch immer. Denn das zeigt den Eltern, hey Mensch, mein Kind, dem kann ich vertrauen, das baut keinen Scheiß, und dann kann ich dem auch mal was erlauben, weil ich weiß, es wird sich gut verhalten. Zum Erwachsensein und zur Selbstständigkeit gehört auch Kritikfähigkeit. Das heißt, wenn eure Eltern mal sagen, nein, das hast du nicht gut gemacht, überlegt einfach mal, und vielleicht haben sie ja recht. Und wenn sie recht haben, dann sagt auch, hey Mensch, stimmt, ihr habt da recht und irgendwie ist das blöd gelaufen und es tut mir leid oder so. Weil das können nämlich wirklich nur Menschen, die selbstständig sind, die erwachsen sind. Selbst manche Erwachsene können das nicht, und deswegen ist es auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist, an dem man arbeiten sollte. Kritik annehmen und nicht einfach abwehren und sagen, nein, das war gar nicht so, und womöglich noch lügen oder sowas. Denn meistens ist es tatsächlich so, dass man, wenn man etwas jünger ist, nicht besonders gut lügen kann und Eltern das eigentlich fast immer rausbekommen, und dann leidet natürlich die Vertrauenswürdigkeit darunter. Umgekehrt gehört es dann auch zum Beispiel dazu, wenn ihr etwas möchtet, dass ihr zum Beispiel auch begründet, warum ihr das wollt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf eine Party wollt oder sowas, erklärt euren Eltern, warum das so ist. Weil ganz oft kommt diese ablehnende Reaktion, dass die sagen, nein, darfst du nicht, einfach daher, weil sie gar nicht genau verstehen, wie das Ganze funktioniert oder was es damit auf sich hat. Und wenn ihr das erklärt und ein bisschen beschreibt und zum Beispiel sagt, hey Mensch, meine ganzen Klassenkameraden sind auf dieser Party, und wenn ich nicht dahin gehe, dann da kann ich nicht mitreden und dann fühle ich mich irgendwie ausgeschlossen, das macht mich traurig und so weiter. Und wenn sie dann verstehen, wie du darauf reagierst, können sie das Ganze nochmal abwägen, denn normalerweise wollen ja Eltern nur das Beste für ihr Kind. Gerade wenn irgendwas, was ihr wollt, mit dem Internet zu tun hat oder irgendwas mit neumodischen Technologien, dann lehnen Eltern auch vieles ab, weil sie es einfach nicht verstehen und nicht genau wissen, worum es sich handelt. Ich habe ja eben schon erzählt, versucht euren Eltern das dann zu erklären. Nehmt sie zur Seite und bringt mal euren Eltern vielleicht was bei und sagt vielleicht, pass mal auf, so und so ist das, das und das möchte ich haben, könnt ihr mir das nicht erlauben, denn das und das bewirkt es dann, das macht mich glücklich, das bringt mich hier weiter. Erklärt es ihnen einfach, weil letztendlich sind eure Eltern auch nur Menschen, und wenn es denen dann einleuchtet, dann sollten sie es euch eigentlich auch erlauben. Um eure Eltern zu überzeugen, gilt es auch ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf eine Party am Freitagabend wollt oder sowas, nach der Schule oder mit Freunden euch einfach treffen wolltet, dann sagt nicht einfach, ja, ich will auf die Party, weil da geht's voll ab oder was weiß ich was, sondern leistet vorher schon mal ein bisschen Vorarbeit. Viele Eltern fragen dann zum Beispiel, ja, wer ist denn da dann überhaupt vor Ort?
mit welchen Freunden gehst du dahin oder sowas. Und dann ist es am besten, wenn die Eltern schon von diesen Freunden ein gutes Bild haben. Das heißt, ihr könnt also schon mehrere Wochen vorher von euren Freunden nur gute Sachen erzählen. Also nicht zum Beispiel, ja, voll krass, mein Kumpel hat hier heute schon wieder die mega Scheiße gebaut und so weiter. Da wollen natürlich die Eltern ihre Kinder nicht in die Obhut dieser Freunde geben. Und deswegen ist es gut, möglichst positive Sachen zu berichten von Freunden. So, ja, wir haben viel Spaß, der schreibt immer gute Noten oder weiß was ich was. Also eher die guten Sachen hervorheben, dann haben die Eltern auch keine Bedenken, euch da hinzulassen. Oder zum Beispiel wichtig ist auch, dass man dann zum Beispiel nicht erzählt, ja, die nehmen da Drogen und da wird dann Alkohol getrunken oder weiß was ich was. Das wollen die Eltern natürlich normalerweise nicht. Und deswegen muss man eher sagen, ja, wir sitzen da zusammen und unterhalten uns, was so passiert ist, über unsere Hobbys oder weiß was ich was. Es darf natürlich nicht gelogen sein, aber man sollte natürlich auch nicht gerade die negativen Sachen betonen. Viele junge Menschen versuchen dann auch normalerweise vor solchen Partys oder irgendwas, was sie haben möchten, besonders brav zu sein und besonders das zu machen, was die Eltern wollen. Das ist ja grundsätzlich eine gute Sache und grundsätzlich hilft es auch, wenn man eben diplomatisch ist und nicht dann noch extra irgendwie aufrührerisch oder sowas, weil dann sagen die Eltern garantiert nein. Aber es ist natürlich besonders verdächtig, wenn ihr kurz vorher besonders lieb seid und besonders brav seid, weil dann denken die Eltern natürlich auch, okay, der macht das jetzt nur, damit wir ihm irgendwas geben oder schenken oder ihm irgendwas erlauben oder sowas. Und deswegen ist es viel sinnvoller, auch längerfristig sich gut zu benehmen, auch sowohl davor als auch danach. Das heißt quasi nicht nur 2-3 Tage vorher lieb sein, dann fragen und das ist zu offensichtlich, sondern seid ruhig 1-2 Wochen immer wieder nett, versucht irgendwas Gutes zu tun. Und wenn eure Eltern fragen, was wollt ihr eigentlich, dann sagt ihr, ach nee, mach das einfach so. Und dann macht ihr das immer wieder und dann denken die, ah Mensch, das ist ja voll nett von dem oder der. Und wenn ihr dann irgendwann mit einem Gefallen kommt, dann ist es eher so, dass sie euch das auch erlauben. Eine besonders gute Strategie ist es auch, sich an das Thema schon mal ein bisschen ranzutasten. Also wenn ihr irgendwas Besonderes wollt, zum Beispiel vielleicht mit euren Freunden in den Urlaub fahren, dann kann man das Thema ja schon mal so nebenbei erwähnen und sag nochmal, Mensch, viele wollen zum Beispiel nach Bulgarien zum Goldstrand oder sowas. Auch gerade so Abiturienten oder sowas, wenn dann die Klassenfahrt ansteht oder mit Freunden dann irgendwie den Urlaub fahren, dann fragt man einfach so, ja, was haltet denn ihr eigentlich so von einem Urlaub da und da? Und dann könnt ihr schon mal ein bisschen antesten, wie die Eltern darüber denken. Und dann versucht, wenn sie zum Beispiel negative Argumente haben, die dann irgendwie aufzuheben oder sie davon zu überzeugen, dass das eigentlich eine gute Sache ist, ohne jetzt konkret auf eure Erlaubnis zu pochen, sondern erstmal grundsätzlich über dieses Thema zu sprechen und dann könnt ihr später, wenn ihr dann nämlich um Erlaubnis fragt, die Argumente, die ihr vielleicht aufgehoben habt, wieder ins Spiel bringen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eure Eltern davon überzeugt habt, dass eigentlich ein Urlaub am Goldstrand eine tolle Sache ist, wenn sie vorher da noch nicht ganz so überzeugt waren, dann aber ihr sie davon überzeugen konntet, könnt ihr später sagen, hey, ich möchte mit meinen Freunden dorthin, dann können sie eben nicht mehr ankommen und sagen, nee, finden wir nicht gut, weil ihr sie ja schon überzeugt habt. Also diese Vorarbeit ist da sehr wichtig und kann euch auf jeden Fall viel weiterhelfen. Ich hoffe, euch hilft das Video ein bisschen, um zu verstehen, wie man diplomatisch vorgeht und wie man von Menschen einen Gefallen bekommt. Das heißt jetzt ja nicht unbedingt, dass ihr die Leute ausnutzt oder sowas, sondern es ist einfach nur eine Frage der Argumentation und wie man die Sache darstellt. Man kann theoretisch sagen, es ist auch eine andere Form von Marketing oder sowas, von Werbung. Die stellen natürlich auch eher die positiven Sachen in den Vordergrund als die negativen. Man darf halt nur nicht lügen, sondern man soll halt nur die positiven Sachen betonen. Das hilft euch auf jeden Fall weiter, sowohl bei euren Eltern als auch in der Schule, als auch später im Job oder mit Freunden. Deswegen behaltet das immer im Kopf. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr Freunde habt, deren Eltern irgendwas nicht erlauben, wenn ihr zum Beispiel auf der Party seid und euer bester Kumpel kann nicht kommen, weil die Eltern das nicht erlauben, schickt ihm einfach den Link zu dem Video, damit er versteht, wie er es beim nächsten Mal besser machen kann. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.